Dari, let's play. Aufwusch, einfach die Schlucht zubauen. Ich denke, das, ja, komm, machen wir. Da sieht man die coole Schlucht zwar nicht mehr, aber das ist ja jetzt sowieso hier unsere Bauerninsel. Und die ist ja sowieso nur am Nerven, ne? Diese Scheiße ja nur am Nerven. Bauen wir zu. Da kann uns da auch nichts mehr runterstoßen. Wir fallen da auch nicht mehr runter. Und dann sieht das komplette Inselbild auch komplett anders aus. Veränderungen sollen ja eine gute Sache sein. So. Sagt man ja, ne? Kam das Lied nicht schon mal? Manchmal das nächste. Kam nur in dieser Aufnahme schon mal irgendwann. Wo? Komm, machen wir mal eine Ebene niedriger. Muss ja nicht alles auf der gleichen Ebene sein. Ein bisschen Abwechslung, ne? Vor allem, weil da jetzt auch der Baum so komisch wächst. Komm schon. Und reicht das dann Erde, was wir dabei haben? Nie im Leben. Glaube ich nicht dran. Da glaub ich nicht dran. Nein, das kann nicht sein. Ja, wir haben nur noch 64 Erde. Oh, das passt nicht. Nie im Leben. Hier, jetzt können wir hier wieder so ein bisschen höher machen, so wie da vielleicht. Gefährlich wird nur, wenn wir das hier alles so unterhöhlt lassen, alles so ganz einfach, dass dann irgendwann vielleicht mal bei uns ein Creeper explodiert und wir dann darunter plumpsen. Das wäre natürlich scheiße. Boah, sowas wird bestimmt irgendwann passieren. Irgendwann, wenn wir nicht mehr daran denken, dass das hier alles unterhöhlt ist, dann rennen wir hier rum und dann bäh, weg sind wir. Das könnte vielleicht doch reichen. Der Erde. Oh doch, das reicht. Boah, grandios. Perfekt. Guck mal. Oh, guck mal, wie das schon wieder aussieht. Ganz anders, ne? Ganz anders. Und niemand weiß, dass hier drunter die Schlucht ist. Außer wir natürlich. Toll. Verdammt, ich hole mir noch mehr Erde. Blub, blub, blub. Tja, Frage ist, was machen wir jetzt hier alles hin? Alles möglich können wir hier hinbauen. Die Kühe kommen ja auch noch hier weg, dann kann ich hier in der Mitte, ich weiß nicht, vielleicht einen Brunnen anlegen. Wäre vielleicht auch mal was Cooles, so einen richtig tiefen Brunnen. Genau, Erde habe ich gesagt. Da. Oder Dreck, Dreck heißt es ja, ne, Dreck. Wieso ist denn auf Englisch? Warum steht Dirt auf Englisch? Aber Kies auf Deutsch? Wo steht da Dirt? Hä? Macht gar keinen Sinn! Sinnloses Minecraft, ey. Boah! Leute! So. Stapf, stapf, stapf! Das sieht da doch so komisch aus. So, schon besser. So, ah ja, da geht's auch noch rein. Müssen wir auch noch zubauen. Verdammt, ey. Alles hier zubauen, damit das ordentlich aussieht. Ich will hier nichts mehr von der Höhle sehen. Hier, die zum Beispiel. Haben wir da ausgeleuchtet ordentlich? Na. Ich möchte ja nicht, dass hier drunter irgendwas spawnt. Ich hab keinen Bock drauf. Gar keinen Bock, ey. Gar keinen Bock drauf, Leute. So. Die Höhle wird von der Erde getilgt. Ich will nichts mehr davon sehen hier. Das sieht doch scheiße aus. So. Hier wird auch alles begradigt. Vor allem hier so diese einzelnen Löcher, die da sind. Verstehe ich auch nicht, was das soll. Ja, ja. Hier, Baufusch. Scheißegal. Ach, das ist eine Kuh. Ich dachte schon, da ist jetzt eine Spinne oder sowas. Hallo, Kuh. Ja, wir bauen hier alles ländlicher, so extra für dich, ne? Ja, das gefällt dir, ne? Küchen. Ja, ja, extra für dich. Nur für dich, für niemanden sonst. Nur für dich, Kuh. Wenn du nicht wärst, würden wir das hier alles nicht machen. Oho, ein Dreck. Perfekt, ey. Oder Dirt heißt es ja, ne? So. Hier müssen wir aber ausleuchten, wenn ich hier zubaue, weil sonst spawnen hier irgendwelche Viecher wieder. Irgendein Gedöne. Ah ja, hier ist ja noch der Spawner. Den lassen wir aber mal da. Guck
Guck mal, wie das jetzt hier aussieht in der Schlucht, ne? Komplett dunkel. Oh, schon ganz anders. Wie sieht das jetzt aus? So. Ausleuchten hier noch ein bisschen. Fu, fu, fu. Ah ja, hier ist ja auch die Schlucht. So, dann spawnt hier nämlich nichts drunter. Das ist das Letzte, was ich möchte. Dass wir dann hier mal das Geröchel hören, so. Und Spinnen. Und ja, gut, Creeper machen keine Geräusche. Außer eine Sekunde vor ihrem Tod. Da machen sie dann doch noch Geräusche. Das ist das erste Mal, dass Creeper Geräusche machen. Wobei, nee, 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 gar nicht. Wenn sie irgendwo runterfallen, dann machen sie auch so. Pst, pst. Da sind sie schon kurz davor, ihr Leben irgendwie auszuhauchen. Wenn man dieses Creeper-Geräusch hört. So. Ja, hier muss ja sowieso zu, weil ich habe ja gesagt, wir machen ja hier 6 Gewächshäuser im Endeffekt irgendwann hin. Ja, deshalb muss hier alles begradigt sein. Können wir auch jetzt machen. Sind wir ja sowieso schon dabei, ne? Ja, ja, du kleine Kuh. Gleich ist hier alles fertig. Zumindest so lange, bis uns ein Creeper hier wieder alles aufsprengt. Okay, da haben wir jetzt eine Höhlenkuh. Mu, du bist unsere Höhlenkuh. Kommst da nie mehr raus. Ich glaube, die bleibt auch für immer da drin, ne? Ist ja lustig. Da gucken wir mal in Folge 5000. Pff, 5000 gucken wir mal nach, ob die Kuh noch immer da ist. So, jetzt gehen wir pennen. Nämlich hole ich mir noch ein bisschen Erde. Dann bauen wir den Kiesweg zu Ende und dann ist auch hier auch fertig für die Aufnahme. Ah. Ich wollte ein paar Hühner töten, aber... Ah, die Hühner laufen schon nicht weg, ne? 3, 2, so, ne? Oder ne, das war andersrum. War das so? Von der Bogen auf der 2? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ist doch scheißegal. So, hier ein bisschen Erde. Gepennt wird jetzt. Wenn kein Zombie oder so in der Nähe ist. Jawohl! Und dann... Die letzten Feinschliffe hier. Ja, was heißt Feinschliffe? Das ist ja gerade mal hier Rohbau. Was laber ich hier wieder? Letzte Feinschliffe. Von wegen. So. Dann sind wir auch schon im Prinzip so weit, dass wir den Hühnerstall hier abbauen können. Und hier auch alles mehr oder weniger begradigen können. Zumindest auf dieses Niveau hier. Alles. Hier so und nach dahin. Wobei hier so, ja, der in der Mitte könnte ein bisschen höher bleiben. Aber zumindest so ein bisschen begradigen alles. Ja, guck mal hier. Kandidat. Kaputter Baum. Haben wir noch so ein paar kaputte Bäume, die hier so halb rumschweben? Hallo Skelett. Fuh. Komm doch da vom Baum weg, dann brennst du. Der ist aber schlau, der bleibt da stehen. Ja! Verschwinde! Perfekt. So, hier werden wir jetzt auch alles begradigen. Das ist ja schon seit Anfang an hier so. Diese ominösen, komischen Löcher hier im Boden. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwelche Alien-Muster sind. Haben uns Aliens besucht in dieser Welt? In dieser Minecraft-Welt? Oh, natürlich! Wir haben doch die Bewohner Tatooines entdeckt. Oh, das muss so sein. Kann ja gar nicht anders. Boah, und das hier ist ja bestimmt ein Raumschiff gelandet. Und hat hier den Boden so weggesenkt. Weil er zu heiß war, der Antrieb. Genauso muss das sein. Das macht Sinn. Jemand, der was anderes sagt, der hat keine Ahnung. Ganz einfach. So. Steine sind hässlich. Ach, schon wieder ein Stack weg. Ich nehme immer... Boah, ist ja schon gleich wieder weg hier alles. Ah, ja. So. Und wenn dann hier im Endeffekt auch Gras über die ganze Sache gewachsen ist, dann sieht das noch viel besser aus. Ja, so. Können wir das hier jetzt endlich zubauen, damit man das hier nicht mehr sieht. So. Perfekt. Perfekt. So. 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 Das muss reichen. Oh, 7 Erde noch. Oh, das reicht doch, ne? So, weg. Perfekt. Gucken wir uns mal hier drin um.
alles ordentlich gewachsen und ich sehe auch keinen Mammutbaum. Der hier ist auch kein Mammutbaum, ne? Oder? Verdammt, das ist doch ein Mammutbaum. Was ist denn hier los in dem Spiel? Geht mir langsam auf den Sack, das hier. Hier immer an der Stelle wächst ein Mammutbaum. Warum? Da muss ich das, glaube ich, noch tiefer machen. Diese Glasscheibe. Oh, immer was Neues hier, ne? So, Kiesweg hier. Wir haben noch ein paar Minuten. Verdammt, schon wieder ein halbtoter Baum. Weg da, Kollege. Verschwinde. So. Wenn ich jetzt hier wegmache, da ist doch hier wieder die Schlucht freigelegt, ne? Kies, 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 Kies. Und wo ist es? Da, da. Und jetzt pass auf. Da ist die Schlucht. Ja. Natürlich ist da die Schlucht. Ey, die Erde möchte ich aber mitnehmen. Puh, was kommt das hier noch? So. So. Ich bin doch doof. Du musst auch weg. Man, statt der das aufsammelt, ne? Der Kollege. Nämlich auf diesem Niveau hier muss das, oder? Verwirrt, verwirrt, verwirrt. Ja doch, so ist richtig. Flop, flop. Flop, flop. Flop, flop. Flop, so. Genau so. Genau so, nicht anders. So. Ja. Das sieht doch schön aus. Hier ein bisschen zu gerade für meinen Geschmack. Da am Ruckeln, ey. Was ist denn los in dem Spiel? Boah. So. Ja, ja. Ist hier noch immer die Schlucht unter uns? Eigentlich müsste hier schon weg sein, ne? Hier. Perfekt. Ach ja. So, hier fängt schon wieder das nächste Problem an. Ah, ja, 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 komm. Scheißegal. So, weg, weg. So. Auf diesem Niveau soll das hier ganz platziert werden, denke ich mal. Ja, ja, so ist richtig. Da, da. Da, da, da. Gibt es auch so ein Lied. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. So ein tolles Lied, wo einfach die ganze Zeit da, da, da gesagt wird. Ich hätte Musiker werden sollen. Ne, das ist ja so allerdings leichter wie nie zuvor. Leichter schon, nur dann berühmt zu werden, ist wieder so eine andere Sache. Ne? Das ist ja hier bei einem Let's Play. Ne? Boah, Videos abliefern kann ich hier eine Menge. Nur ob es geguckt wird, ne? Ist so eine andere Sache. Ja, ja. Ich denke, das kann man schon vergleichen. Das heutige Musik-Business mit dem Let's Play-Business. Die Let's Player-Szene ist ja auch komplett überlaufen. Genauso wie die Musikszene. Nur bekannt werden die wenigsten. Das hat auch nicht unbedingt etwas mit dem Besten zu tun, dass die Besten bekannt werden, die Schlechtesten nicht. Das ist ja komplett random eigentlich, ne? Das kommt ja auf so viele Zufälle an. Ja, da passiert das und das und auf einmal kennt dich dann jeder und du kannst gar nichts dafür irgendwie. Auf einmal kennt man dich einfach. Und du denkst dir, what? Warum? So. Jetzt müssten wir hier eigentlich noch einen Weg hermachen, aber das reicht jetzt erstmal. Boah, ey. Das reicht jetzt. Aufnahme ist sowieso vorbei. Und wir haben wirklich zu viel Kies. Egal. So, laufen wir mal den Weg hier zurück. Ah ja, perfekt. Hier, die Fackeln können aber weg. So. Begutachten wir mal unsere Arbeit von oben. Die Schlucht, die hier einmal war, ist nicht mehr. Ach, wie hübsch, ne? Ja, wer weiß, was sich hier noch so alles tun wird im Laufe der Zeit. Ja,
Schöner Kiesweg. Sieht sehr künstlich aus, war aber auch das Ziel. Ist ja auch künstlich angelegt, deshalb soll auch künstlich aussehen, ne? So. Ja, genau. Ja, dann wird hier der Weg herführen, der geht dann hier irgendwie her und dann schließt er da an. Dann geht er hier einmal durch den Hühnerstall. Und das passt sogar, das ist, glaube ich, eine Linie, mehr oder weniger. Und hier in der Mitte bauen wir dann, ich weiß nicht, eine Mühle, einen Brunnen, alles Mögliche hin. So, ich verabschiede mich dann für diese Aufnahme. Bis zur nächsten Aufnahme, die dann morgen für euch released wird. Und für mich aber erst in einer Woche oder so sein wird die Aufnahmesession. So. Auf jeden Fall macht's gut, meine lieben Zuschauer. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Wieso? Tschüss. Lalala.